heute gibt es mein leckeres Schoko-Bananeneis und das sind meine Zutaten. Für mein Schoko-Bananeneis brauchen wir jetzt gleich natürlich keine leere Schüssel. Da kommen jetzt gleich gefrorene Bananen rein. Die sind aber noch im Tiefkühler, die hole ich gleich, weil es muss ja gleich sehr, sehr schnell gehen. Sonst habt ihr kein Eis, sondern einen Bananenbrei und das wollen wir ja nicht. Dann braucht ihr, naja, ganz klar einen Messbecher. Dann braucht ihr Mandelmilch. Wenn ihr mögt, etwas Kakaopulver. Man kann die ganze Variante auch ohne Kakaopulver machen, dann habt ihr natürlich jetzt kein Schokoeis. Ich möchte heute ordentlich Schokoeis. Dann braucht ihr ein Teigschaber, ganz klar. Ein Gefäß, wo ihr das, ein Glas habe ich genommen, wo ihr das Eis nachher schön präsentieren könnt. Das schmeckt dann umso besser. Und dann habe ich hier noch Kakaonips. Finde ich auch persönlich sehr, sehr lecker. Das sind so kleine Kakaostückchen aus Kakaopulver. Sehr lecker, finde ich. Haben ein bisschen Kalorien, aber ich verzichte ja eh schon auf Zucker. Und von daher gönne ich mir das einfach heute mal. Gut, dann hole ich mal die Bananen. Bis gleich. Zuerst brauchen wir den Messbecher und füllen die gefrorenen Bananen hinein. Ihr könnt sie am Vortag in Scheiben schneiden und in einer Gefrierdose kommen sie dann einfach über Nacht in den Gefrierschrank. Dann gebe ich die Mandelmilch dazu. Jetzt noch das Kakaopulver und alles mit einem starken Pürierstab oder einem anderen Küchengerät pürieren, bis eine gleichmäßige Eiscreme entsteht. Das Schoko-Bananeneis umfüllen in das Dessertglas und mit den Kakaonips oder anderen zuckerfreien Ideen garnieren. Ich liebe das. Wenn ihr die Zutaten möchtet, ich verlinke euch die einfach unten. Schaut einfach vorbei und probiert es mal aus. Ist wirklich super, besonders im Sommer jetzt. Tschüss, eure Vicky.